Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 2. Deine Waffen, los, Arme hoch. Naja. Dann fass mich mal an. Und dann möchte ich hier mal reinschauen. Können wir speichern, leben, holen. Das ist ein ernsthaftes Problem. Die Leute könnten glauben, ich hätte diesen Angriff befohlen. Sehen Sie sich deren Ausrüstung an, das ist beste Qualität. Was sagt man heutzutage so für ein Söldner? Wir kämpfen für die UFLN, ich bin Dr. Gakumba. Noch hier? Gut, wir brauchen Freelancer. Sagen Sie's. Es gibt hier Special Forces, angeheuerte Söldner, bis an die Zähne bewaffnet. Kommen per Fallschirm rein und holen Leute für Kohle raus. Er muss nicht wissen, wen. Kann er ruhig wissen. Sie wollen eine große Nummer der APR rausholen, aber wenn der weg ist, gegen wen sollen wir dann kämpfen? Kommen Sie zur Sache. Die Special Forces haben eine gute Position in der Wüste, 2 Kilometer südöstlich. Gakumba möchte nicht, dass man denkt, er wolle jemanden verschwinden lassen, dann käme er schlecht weg. Bitte, das reicht. Sie müssen nur diese Männer finden und ihre Fahrzeuge zerstören. Die Ausrüstung im Fahrzeug, Funkgeräte, Feldflaschen, Munition und so. Das ist unser Krieg. Afrika gehört den Afrikanern. Wir brauchen keine Einmischung von außen. Stoppen Sie diese Männer. Der Stützpunkt ist im Süden der Wüste. Finden Sie das Team und zerstören Sie die Ausrüstung, dann sind Sie erledigt. Hier ist Ihr Geld. Okay, danke. Nicht vergessen, es ist eine Geheimmission. Keiner der UFLL-Jungs kennt sie. Erwarten Sie keine Hilfe. Dann bin ich mal gespannt. Können wir an den Tresor? Nee. Du passt da wahrscheinlich gut drauf auf, dass da keiner rangeht, ne? Okay, sonst ist hier erstmal nichts mitzunehmen. Dann mal wieder ab nach draußen. Okay. Dann schauen wir doch mal. So, Wagen steht da hinten. Oder auch nicht. Dann nehmen wir halt den. Du musst echt mal was mit deiner Ausdauer machen, Kollege. So kann ich doch nicht arbeiten. Okay, und du hast wahrscheinlich jetzt einen Spezialauftrag oder halt einen besonderen Auftrag. Schätze ich. So, drehen wir das Ganze mal ein wenig. Mal gucken, was du dann noch hast. Weißt du ja, ein Raketenwerfer. Auto. Stehst doch nur minimal im Weg gerade. Schon das mit den Busstationen werde ich mir immer noch angucken. Oh Moment, geht's ja noch. Ich glaube, im Moment sind die Fahrtwege noch nicht allzu heftig. Da haben wir noch so einen Außenposten, aber im Moment möchte ich erstmal Mission machen. Hi. Au. Ich will Missionen machen. Das Ding ist durch. Okay. Da muss leider der Außenposten dran glauben. Ja, stimmt, die werden auch immer wieder besetzt, glaube ich. Okay, jetzt kriege ich tatsächlich mal ein bisschen was an Schaden. Komm. Stirb schön. So, ein Posten ausgespäht und erledigt. Theoretisch kann ich das andere Ding ja mal mitnehmen.
Holzwägelchen. Was da? Das kam so ein bisschen überraschend. Gut, dann wieder Munition holen. Ist nicht. Nehmen wir die Munition. Oder soll ich gerade mal, wenn ich schon mal da bin... Mit C konnte ich ja wechseln. Na? Vielleicht soll ich dann doch mal da hoch und das mal säubern. Ich würde da gerne durchkommen, Auto. Danke. Wir haben dich weggeballert. Jemand da? Vorerst mal nicht, wie es scheint. Dann gib mir bitte Muni. Sieht auch echt nicht gut hier. Also sie gehen halt alle in dem Grau hier unter die Gegner. Das ist so ein bisschen der Nachteil in diesem Dschungelfeeling. Da waren die in späteren Teilen doch deutlich besser zu erkennen. Die Damen und Herren Gegner. Na, wo bist du? Ich würde gerne das Haus hier einnehmen. Nun, vielleicht fahre ich mal rein. Eventuell meldet sich dann und dann kann ich ihn mal wegballern. Überraschung, ich bin unauffällig. Irgendwie ist er weg. So ganz funktioniert das noch nicht, wie ich mir das vorstelle. Rennt der vielleicht hier hinten irgendwo rum? Hallo, hallo. Zufälligerweise keine Diamanten in der Nähe. Oder muss ich mich hier erstmal durchprügeln? Aber dann ist ja auch quasi kein Safehouse mehr. Ich würde da jetzt halt gerne rein. Naja, dann lassen wir das halt. Glauben nicht, dass das jetzt hier irgendwas bringt. Ja, rückwärts fahren ist so eine Sache, wenn man nichts sieht. Da geht's rüber. Dann lassen wir den Außenposten mal Außenposten sein.
Wir fahren mal zu Madämchen. Ach, hier wäre auch schon wieder... Wären schon wieder Diamanten. Hier hinten irgendwo. Na? Sag jetzt nicht da oben. Ah ne, hier. Okay. Und es geht ja doch erstaunlich gut, muss ich ja zugeben. Ist nicht allzu viel Rumgesuche. Gut, links und rechts am Baum vorbei. Immer diese Entscheidungsmöglichkeiten in Spielen. Na gut, ich glaube, tanken müssen wir hier nicht. Wenn ich mal gerade auf den Benzinstand schaue. Ich glaube, das war bei Boiling Point auch noch so eine Sache. Am Anfang fand ich es halt ganz cool, dass das so realistisch gehalten wurde, aber irgendwann wurde es halt nervig, weil du halt irgendwie andere und leere Autos hattest und die Autos halt nach ein paar Metern schon leer gefahren waren. Okay, hier rüber. Da bin ich mal gespannt, was man dann für uns hier vorbereitet hat. Ballert. Wie gesagt, man sieht halt hier leider nichts. Eigentlich mochte ich den Wagen. Schade, dass der so ein bisschen kaputt ist. Na, wo bist du? Hallo? Da. Ja, ich will immer noch mit F messern. Macht der Gewohnheit. Gut, dann gibt es noch wieder Waffen. Da ist noch Zeug. Gib mal her. Dann fahren wir mit dem Wagen weiter. Ist ja hoffentlich die richtige Richtung. Ja, sieht gut aus. Aber das ist ein ganz schönes Stück von der Mission weg. Ich bin ja mal gespannt, das jetzt was damit zu tun hat. Nein, ich bin durch eine Einbahnstraße gefahren. Ah, hier gibt es wenigstens Ziegen. Na, wie geht's euch? Dann mal nicht so ein Stress. Angeblich wäre hier noch irgendwo ein Diamant. Ja. Na, gucken wir gleich mal. Hä? Frag dich mal, warum du eigentlich diese Spielchen mit den Lagern treibst. Entschuldigung, geht mich nichts an, aber... In der Villa ist ein Informant. Er hat Kontakt zu den Special Forces-Typen, die du suchst. Wenn du an den Kerl rankommst, kannst du ihn zwingen, falsche Anweisungen zu schicken. Okay, das wäre eine Idee. Danke für den Hinweis. Geht schon, danke. Ist schon okay. Granatwerfer?
vielleicht gar nicht so schlecht für die Mission. So, dann Diamanten. Hier hinten wohl. Darüber. Sehr aufgeregtes Blinken. Wo haben wir die Richtung? Da. Ja, ihr passt aber auch gut auf euer Zeug auf, ne? So, wie ist das jetzt mit der Mission? Kann ich da vielleicht nochmal hin das annehmen? Es führt sie nach Mokuba, die Barackenstadt. Und genau da wird die APR sie überfallen. Der Informant ist Belgier. Seltsamer Typ, leicht zu finden. Der Belgier okay. wird sagen, er arbeite für die ausländische Presse. Er lügt. Ist ja kein Däne. Man weiß ja, Dänen lügen nicht. Hat ja damals schon, wurde ja schon gesungen. Aber gut, wie gesagt, ist das eine Mission, die damit zu tun hat? Oder ist es eine Mission, die davon unabhängig ist? Aber die hat ja auch was zu Special Forces gesagt. Von daher scheint es sich damit was zu tun zu haben. Ist halt mehr Aufwand, aber solange es Belohnung gibt, habe ich eigentlich gegen mehr Aufwand nicht allzu viel einzuwenden. Der ist ja schon wieder besetzt, der Außenposten. Mehr oder weniger. Allerdings hat es mein Wägelchen wohl auch schon wieder zerlegt. Geht immer so fix. Ich glaube, das war auch relativ nervig damals. Aber gut, wir haben ja zum Glück Ersatz. Dann komm mal her, du treues Vehikel. Holen wir uns mal diesen komischen Belgier. Schon wieder eine Einbahnstraße. Ich mache heute echt nur Blödsinn. Und halte mich an keine Regeln. Was mit euch? Wollt ihr Stress? Ja. Die gehen aber echt schnell kaputt, die Fahrzeuge. Tuka? Naja, sonst noch jemand hier? Vielleicht Diamanten? Nein. So, noch ein Wachposten ausgespäht. Okay. Ach, hier ist das wahrscheinlich. Okay. So viel dann zu, wir gehen dann mal langsam. Obwohl, habe ich nie gesagt, dass wir langsam reingehen.
Kriegen wir den? Zumindest spart das ein bisschen was an Muni. Ich bin zu weit weg, leider. Na gut, nehmen wir in der nächsten Folge mal hier das Quartier des Belgiers ein, würde ich sagen. Au. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.